Hallo, liebe Studentin, hallo, lieber Student. Wir bleiben beim Thema Bärlauch in Hülle und Fülle. Und nun Fragen zum Leseverstehen auf Seite 2. Nummer 1. Für welches Organ ist der Bärlauch ein ideales Heilmittel? Nummer 2. Wie wirkt der Bärlauch auf dieses System? Welchen Effekt, welchen Erfolg hat Bärlauch? Nummer 3. Was wird durch den Bärlauch erweitert? Nummer 4. Was wird durch die Bärlauchpflanze gefördert? Und Nummer 5. Wie schmeckt er als Zutat zu vielen Essen oder Speisen oder Gerichten? Bitte beantworten Sie die Fragen in ganzen Sätzen. Achten Sie dabei auf grammatikalische Korrektheit. Viel Glück, danke, tschüss.